So, meine Freunde, heute geht's weiter mit einem Video wieder auf meinem YouTube-Kanal, genau. Und zwar zocken wir da jetzt ein Wrestling da. Meine Reihen und eine Hohe Leute. Ja, da muss ich da was löschen, okay. So ist das, könnt ihr ja sehen. Da muss ich was oben haben jetzt wahrscheinlich. Ich muss da löschen. Schauen wir mal. In der Aufnahmegalerie. Okay, da haben wir irgendwelche Sachen aufgenommen. Einfach alles löschen. Das ist überall aufgenommen und so, Foto, Video. Das ist ja nicht viel das, was wir da belöschen müssen, ja, Freunde. So, da. Jetzt einmal. Hä? Bin ich mir an. Aber das ist. Darum funktioniert das jetzt schon wieder nicht. Nur weil da jetzt ein Update kommt. Irgendwas hat das gerade. Wie lange rennt das? Eine Minute irgendwas. Warte, wir sind gleich wieder zurück. Ah, jetzt geht's weiter. So, da. Das wird noch gemacht, ein Update. Dass du da auch mit der Aktualisierung starten musst. Mir ist das mit der Kamera leider ein bisschen zu komisch. Wurscht. Auf jeden Fall, das ist 2K22 jetzt auch, okay. Leiwand. Übrigens, ich zocke es gerade über den Controller. Aufnahme läuft sowieso, aber ich habe da sehr konzentriert eingestellt. Und da werde ich noch mehr Sachen zu gucken mit Controller aufzeigen. Nicht ziemlich gerne aufzunehmen. Okay, ich muss mir hier keine Sachen machen. Gutes Beispiel, wie wir sagen. Dieser arme Typ ist ja hoch dabei. Der arme Baker, geil, das ist ein Gold. Und der Boden soll ja das Go voll in die Hoch. Das ist noch ein genauer Sachverkrieg. Ich bin da auch ein bisschen.
Championship Match, die ist ja Raimund. Der ist ein Champion im Auto. So, meine Freunde, es geht dann weiter mit den Einzügen und dann. Ja. Ja, weil die Kamera so wogelt immer ist. Wenn ihr ein Video da macht, da ist die Kamera so wogelt. Ja, die Kamera ist halt auch nicht das, was sie immer ist. Nicht stören lassen muss. Ich leider normal in die Videos machen, dass keine Rekruten da mehr haben. Digga, jetzt aber. The following contest is a Falls Count Anywhere match. It is for the WWE Universe Championship. Die vier vibriert. Here comes the big dog. Ich frage mich, was ich da tun soll, und das nicht einfach. So, ich glaube jetzt gut. Die Schirung mit Musik. Die Schirung. Da kann man reingreifen. Kann man spielen. Jetzt kommen wir mal. Hold on a second! I was worried about this happening. And things breaking down before the match even starts. At a certain point, you have to be ready for something like this. You get caught sleeping, you deal with the consequences. The bell is rung and you can feel the excitement in the air. The WWE Universe has been eagerly awaiting this match. Well, with the Universal Championship up for grabs, history will be written here tonight. So you know we're seeing these competitors at their very best. Clearly, a false count anywhere match can turn an entire arena upside down. How can a superstar put themselves in a position to win? A competitor must put themselves in a position of power, a position of control. Render your opponent immobile and continue the assault. It's all about making use of your surroundings. You can't take anything in the environment for granted. Climbing the turnbuckle now. Does the official not see him removing the turnbuckle pad? Keep your voice down. Yeah. Right to the gut. Really just laying it in. He is revving up the engine. He's not going to let anything stop him. That's interesting. Reigns is facing some serious trouble. Yeah, Lesnar's looking to hold Reigns down. Drop. Roman Reigns is bleeding profusely now. Got a forearm. Suplex. Knee right to the gut. No way. Brock going up top. From the top. Into the pin attempt. Getting that shoulder up seemed to be pretty easy. Reigns gets out of harm's way. Counter after counter. Delivers the knee. Dropping the elbow. Drops an elbow. The challenger not looking good right now. Letting this match go a little longer than is strictly advisable. Might want to try making use of that stipulation. Brock managing to get some control back now. Could be what Lesnar needed to reawaken the beast. The beast in predator mode. Roman keeps getting cut off at the pass. Oh, Brock put a stop to that. Each competitor showing they've done their homework. Lesnar moved. Kick to the gut. Boom! DDT. Got a
find a way to get out of this. Damn. Someone called a dentist. Reigns comes up short on that attack. Right across the back of the neck. A snap air. Expected that one. Knee right to the gut. Incarnate proves that he's the toughest animal in the ring, beating a big dog. That man is just playing scary. Ich muss sonst immer